Guten Morgen, heute wieder ein Rezept. Ein Rezept, was Markus beim Rohkost-Potluck eingeführt hat und wo alle aus dem Schwelgen und Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen sind. Ich habe es noch ein wenig auf meinen Geschmack angepasst, aber die Credits gehen ganz klar an Markus, dessen Facebook-Seite ich Euch unten verlinken werde und, ja, und Ihr ihn mal besuchen könnt und ja. Danke für dieses tolle Rezept sagen können, zumindest für das Initialrezept. Wie ich es gemacht habe, kann ich Euch sagen, die Veränderungen sind eine Harmonisierung, hat das Rezept erfahren. Es war etwas zu scharf und jetzt ist es harmonisch. Dieses Rezept führt dazu, dass Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht an rohen Blumenkohl oder an rohen Brokkoli rankommen, was sehr gesund ist, wobei Brokkoli, siehe des Brokkoli-Videos, idealerweise leicht kurz gedampfgart wird. Aber ganz kurz nur, aber dazu oben im Brokkoli-Video. Aber roher Blumenkohl und roher Brokkoli, da kommen die wenigsten ran. Und dieses Gemüse wird mit diesem Rezept mit Genuss verzehrt, weil es so geil zu dieser Kokosnussdose passt. Diese Kokosnussdose ist meiner Meinung nach das einfachste und das abgerundetste Soße für eine Gemüseplatte. Die gibt ihr einfach dazu und diese Gemüseplatte, die hat dann plötzlich so viel Aroma, ist so vollmundig, so Rohkostgemüse wie eben auch Möhren, Paprika, Blumenkohl, Brokkoli, alles sowas mit dieser Soße. Es ist einfach genial. Es ist süß, es ist frisch, es ist herzhaft und auch ein bisschen scharf. Ein bisschen, wirklich nur. Wer mich kennt, ich mag überhaupt nicht scharf, es ist nur ein Tick scharf. Aber ist alles komplett ausgewogen und wirklich perfekt abgestimmt. Jetzt ist es perfekt abgestimmt. Sorry Markus, das war ein bisschen zu scharf, aber jetzt ist es perfekt abgestimmt. Und es ist natürlich auch noch leicht nachzumachen. Es sind natürlich nicht nur drei Zutaten, wie der Pascal zum Beispiel das immer gerne hätte. Es sind schon ein paar mehr Zutaten, aber ja, könnt ihr entscheiden, ob ihr das machen wollt. Meine absolute Empfehlung und wer meine Rezepte kennt, der weiß, was ich empfehle, da könnt ihr Euch ziemlich sicher drauf verlassen. Zumindest wer bisher mein Geschmack auch gefolgt ist, dass es gut ist und die ist wirklich richtig gut. Die Produkte, die ich zu dem Rezept verwendet habe, die habe ich Euch direkt unten im Rezept auch verlinkt. Die Kaffee-Limettenblätter, die würde ich allerdings nicht getrocknet kaufen. Man kann es zum Beispiel bei Amazon jetzt nur bestellen, getrocknet. Ich würde diese aber nicht bei Amazon bestellen, sondern bei einem Asia-Händler, wenn ihr einen in der Nähe habt. Ja. Die werden dann immer gefroren angeboten und gefroren schmecken sie einfach viel, viel besser, als wenn ihr sie getrocknet da hinzufügt. Ich habe beides ausprobiert. Und nun viel Spaß mit einer mega genialen Soße, die ihr unbedingt nachmachen müsst. So, auf geht's, ganz locker und flockig. Und zwar kommen rein ein kleines Stück Ingwer und ein kleines Stück Kurkuma. Aber durch andersrum zuerst der Kurkuma reinfallen, dann der Ingwer. Also so ein Stück ungefähr. Ne? Dann macht ihr Kefir oder Kaffir Limettenblätter. Das sind die hier. Die werden manchmal nur unter Frozen Lime Leaves beim Asiaten verkauft. Die haben einen ganz speziellen Geschmack. Also so sehen die aus. Und die schmecken richtig geil und davon macht ihr 4 rein. Einfach 4 Blätter rein. Ihr könnt ruhig wieder mit Stiel reinmachen, weil der Stiel wird von einem guten Mixer sowieso gemixt. Wenn ihr nicht so einen guten Mixer habt, dann macht ihr das so, dass ihr quasi vom Stiel nur die Sachen ablöst und den Stiel dann nicht mit rein und einfach in den Müll reinmacht. Aber wenn ihr einen guten Mixer habt, wie den Mixer hier, das ist der Harexco, ich verlinke Euch den auch noch unten, da könnt ihr einfach die Blätter so reinmachen. Also 2, 3 und 4 von den K4 Limettenblättern. Das Rezept findet ihr bestimmt unten noch. Danach kommen 2 Knoblauchzehen rein. Ohne das drumherum, also wirklich bloß das hier in der Mitte, kommen 2 Stück rein. 2 Knoblauchzehen. Danach, ich kaufe mir immer hier diese Dattelpaste, weil die einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis total billig ist. Also verlinke Euch die mal unten, wo ihr die kaufen könnt. Die ist unschlagbar. Das ist reine Dattelpaste ohne Zusätze. Und ja, und dann schneide ich halt. Also man kann auch ungefähr, das entspricht ungefähr, was ich jetzt abschneide, würde ich sagen 8 Datteln. Ich versuche das jetzt hier mal kamerawirksam abzuschneiden. Also es ist eine Dattelpaste. Und ich schneide dann quasi oben so ein Stück ab und ich würde sagen, das sind jetzt vielleicht, naja, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als 8 Datteln. Ich sage einfach mal 8 Datteln, wird es halt ein bisschen süßer heute, aber mit 8 Datteln seid ihr gut dabei. 8 Datteln, dazu ich nehme jetzt hier 200 Milliliter Kokosmilch,
Das ist quasi Kokosextrakt und Wasser. Schaut da, es gibt verschiedene Anbieter. Das hier ein Anbieter, der hat wirklich keine Zusatzstoffe, sondern wirklich nur Kokosnussextrakt und Wasser. Alternativ, wenn ihr das wirklich 100% rohköstlich machen wollt, dann könnt ihr auch einfach eine braune Kokosnuss nehmen und das Wasser sowohl als auch das Weiße drin, was dann das Fruchtfleisch, reinmachen. Also statt 200 Milliliter von der Kokosmilch einfach eine komplette Kokosnuss rein. So, und ich habe jetzt 200 Milliliter Kokosmilch reingemacht. Jetzt ein bisschen Pfeffer, so, 2,5 Umdrehungen würde ich sagen, und eine Prise Salz. So, und jetzt gießt ihr das noch auf mit ungefähr 500 Milliliter, würde ich sagen, 500 Milliliter Wasser. Die habe ich natürlich jetzt hier nicht stehen, ich bin gleich wieder da. So, und dann gießt ihr jetzt noch 500 Milliliter Wasser auf. Und das war's. Und das tut ihr jetzt einfach mixen. Schön lange mixen, bis es eine richtig sämische Flüssigkeit ergibt. So, und jetzt macht ihr mundgerechte Stücke von Blumenkohl und von Brokkoli. Das sind die beiden Sachen, die mir am besten schmecken. Ihr könnt auch Möhren oder Paprika nehmen. Schmeckt mir persönlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ja, tut ihr dann mundgerechte Stücke abknicken von eurem Blumenkohl, von eurem Brokkoli. Ich mache das jetzt nur mal exemplarisch, müsst ihr nicht das komplette Ding sehen. Ne? Macht dann Blumenkohl und Brokkoli rein. Und dann kippt ihr einfach diese Kokossuppe drüber. Und ich sage euch, das was ihr hier seht, das schmeckt mega lecker und das ist Rohkost, wenn ihr zumindest eine Kokosnuss nimmt und keine Kokosmilch. Die gibt es glaube ich auch in Rohkostqualität, das hier ist keine Rohkostqualität, aber das schmeckt mega mega lecker. Und es gibt viele, die sagen, ich esse kein Blumenkohl roh, ich esse kein Brokkoli roh. Mit dieser Soße oder mit dieser Suppe, das schmeckt so genial, so wie es hier ist, absolute Empfehlung, probiert das aus, das war der absolute Renner auf dem Rohkost-Potluck. Und nochmal die Credits an Markus Lorenz, der mir sozusagen das überhaupt, mich hat kennenlernen dürfen, beziehungsweise ich das Gericht habe kennenlernen dürfen durch ihn. Und sein Facebook-Account, beziehungsweise sein Facebook-Dings, wenn er eins hat, verlinke ich, muss ich mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, unbedingt ausprobieren. Ganz, ganz einfach. Einfache Rohkost und richtig, richtig lecker. Auch scharf und süß, alles zusammen und aber alles nicht zu viel, richtig harmonisch. Mega, mega geil. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas animieren, diese Soße nachzumachen. Wie gesagt, auf dem Potluck waren 60 Leute und 60 Leute waren begeistert. Und das Ding war sofort ratzfatz leer. Und das, obwohl es im Endeffekt nur roh Blumenkohl, roh Brokkoli und diese Soße gewesen ist. Muss ich mehr sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel, viel Spaß beim Nachmachen. Und ich würde mich wie immer über euer Feedback freuen. Probiert das Rezept aus und ja, klingt das Rezept für euch interessant? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.